herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Servus. So. Ich hab die Rundumleuchten vergessen. Was? Die müssen an sein. Ja. Siehst du das nicht da hinten dran? Sind doch an. Ich hab sie angemacht. Die waren an. Ja. Ja, der Traktor stand über Nacht. Hallo. guck, dass du da ordentlich rauskommst und nicht hängen bleibst am Fendt. So, ich würde mich jetzt mal aufmachen zu den... Wow, ich komme hier nicht hoch. Gerade sage ich's. Warum nicht? Keine Ahnung, ist so schwer. Ich komme auch nicht mehr rückwärts. Wow. Muss ich mal anschubsen, würde ich denken. Ja, du sollst vielleicht geradeaus fahren, sonst bleibst du sowieso gleich wieder am Auto hängen. Ach, diese Kacke hier. Jetzt fährt. Oh. Du bleibst am Auto hängen, du kommst da nicht rum so. Jetzt. Gut. So. Das ist da gerade ganz schön geschildert. Warte mal, was mir gerade einfällt ist, wir haben hier 16.000 Getreideschrot drin. Ja. Wir sollten auch irgendwo Rüben anpflanzen. Kartoffeln meine ich doch. Ja, genau. Vielleicht machen wir da hinten, wo ich das Holz freigemacht habe, ein Feld, wo wir Kartoffeln anpflanzen. Können wir auch machen. Es muss ja nicht groß sein. Mhm. So. Oh, ich habe die ganze Zeit Scheiße. Ups. Was? Okay, ich bin ja letzte Folge nicht so viel gefahren. Moment, ich muss mal hier. Ich hatte keine NCS-Musik drin. Das ist doof. Oh, oh. Okay, 37.000 Euro haben wir gekriegt. Das schmeckt, würde ich mal sagen. Ja, wo ist denn das Wasserfass? Und ist das Wasserfass leer? Hä? Welches denn? Das Gatorfass. Hä? Das ist nicht leer. Ja, das ist aber schlecht. Wie soll ich denn dann die Milch transportieren? Der hat noch den alten Wagen, oder nicht? Nee, den hat irgendjemand verkauft, soweit ich weiß. Weil er gemeint hat, den brauchen wir nicht mehr. Oder? Ich guck mal gerade rein. Ich dachte, wir hätten den behalten, weil du das so wolltest. Ja, ich wollte es, aber... Ah doch, da ist er. Trotzdem, da geht keine Milch rein. Ja, wow. wo soll ich den... Ich guck einfach. Haben wir einen Pflug? Ja. Dann kannst du da mal ein kleines Fältchen anlegen. Jo. Oh, der ist sogar noch voll. Mal gucken, wie viel. Alter, nee. Oder geht in das andere Fass doch ein Wasser rein? Ah, vielleicht kann ich es auch übertanken. Mal gucken. Ja, das kannst du übertanken. Locker. So, eine Palette Wolle ist auch schon mal fertig. Das ist auch gut. Gut. Dann lege ich ein Feld an. Ach so, Stubenfräse oder sowas brauchen wir noch. Ach, nicht Stubenfräse, Stubbenfräse. Stumpfenfräse. Nein, fang nicht damit an. Guck ich mal, was bei den Kühen oben noch reingeht. Vielleicht geht da noch ein bisschen Wasser rein. Oder hast du da auch voll gemacht? Nee. Na, dann hoffe ich mal. Bin falsch gefahren. Null. Oh, dieser Gator hat einen Bremsweg. Das gibt's gar nicht. Oh, der Raps ist schon fast endreif. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen kurz nach den Tierchen gucken. Oh, ich will die Milch da reinmachen hinten. Ich guck mal gerade, ob der andere Anhänger... Ah, der kann doch auch Milch. Okay, dann passt's ja. Dann bin ich beruhigt. Dann hole ich den. Ach, der steht auch hier. Ey, wenn da jetzt aber auch Wasser drin ist, drehe ich am Rad. Alter, nein. Wirklich? Da sind 8000 Liter Wasser drin.
Okay. Mit 1000 Litern Milch kannst du auch nicht viel anfangen. Doch, 100 Liter sind ein Käse. Bin ja gerade überlegen. Wo kriegen wir. Scheiße. Okay, ja, dann geht's halt nicht anders. Dann müssen wir uns um andere Sachen kümmern. Ja. Was kann ich denn dann machen? Sätechnik holen, oder? Alter, was ist denn hier los heute? Ey, der Gatto zickt. Warum? Die Deichsel verfängt sich immer so doof. So, okay, was habe ich gesagt, was ich machen soll? Keine Ahnung. Gut, ich auch nicht mehr. Sätechnik. Was haben wir denn? Vielleicht haben wir da schon was am Hof. Alter, wir haben 3 Schaufeln, für was denn? Und 2 Frontlader, für was denn? Den FZ30 können wir doch mal verkaufen, oder? Ja, verkauft. So. Den habe ich noch nicht verkauft. Dann haben wir 2 Universalschaufeln. Können wir auch eine verkaufen. Die, wo dir mehr Geld bringt. Die für deinen komischen Frontlader, das lass mal. Palettengabel lass mal auch. Dann haben wir 3 Gewichte. 650 verkaufen. Wir haben den 4 Kreiselschwader. Alter, willst du mich veralbern? Willst du lieber den verkaufen und 2 Kreiselschwader kaufen? Nee, ich bin nur überrascht, dass wir so großes Equipment haben. Den HW80 haben wir noch. Den würde ich verkaufen. Können wir auch verkaufen. Den kleinen Strautmann könnten wir noch behalten. Dann nehme ich den nämlich mit, den HW80 zum Shop. Ja. Den kleinen Strautmann mache ich mal noch eine Bordwand drauf. Mhm. War eigentlich noch was zu verkaufen? Eigentlich nicht. Soweit ich weiß. Kann ich ja auch irren. Ja, ich lasse den Strautmann mal in der Werkstatt stehen. So, aber was ich auf jeden Fall noch machen wollte, ist eigentlich. Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Den Shop mal befüllen. Der hat sowieso erst ab 9 Uhr geöffnet. Ja. Ja, wir können schon vor 9 rein. Ja, rein. Wir als Befüller. So. Sag mal an, was für eine Sättechnik nehmen wir denn? Irgendwas Billiges. Billig. Haben wir eigentlich Saatgut hier? Nee, gell? Doch, haben wir. Glaube ich, irgendwo stehen. Aber noch keins gemacht. Nee, wir haben noch keins gemacht. Hm. Wegen der Saatgutweizen und weil wir kein Weizen haben. Es geht nicht nur mit Weizen, sondern glaube ich auch mit Gerste. Echt? Wenn ich recht weiß, ja. Habe ich glaube ich im Stream gemacht. Was wollte ich jetzt kaufen? Also eine Zähmaschine. Alzheimer lässt grüßen. Ja. Oder Demenz. Je nachdem.
Ich habe die ultimative Idee, die Alzheimer-Demenz. Ist auch so. Alter, so fährt man ein Drehschema. Nehme ich gar nicht. Perfekt einmal in den Shop reingezogen, rückwärts. So, reparieren. 1 Euro. Yay! Und 2 Euro Wertsteigerung. Gut. So, warte. Sätechnik. Einzelkorn. Oder? Ja. Ja, falsch. Wieso denn Einzel... Ach ja, da stimmt. Kartoffler. Ja, ich hab... Nee, Quatsch. Kartoffeltechnik. Was sagst du denn? Sollen wir uns eine kaufen oder kaufe ich die kleine? Kostet 21. Würdest du erstmal eine Baumstumpenfräse kaufen? Bringe ich mit. Oder? Okay. Weil sonst haben wir da am Ende geil. Einen Stumpf drin. Super. Toll. Was? Was macht denn der Shop hier, Alter? Der hat gerade. Die Sämaschine wurde platziert und hat meinen Traktor durch die Gegend geschmissen. Alter. Ich kaufe die jetzt. Und eine Stumpenfräse, hast du gesagt. Forstmaschinen. Ja, da haben wir ja nur die eine. Ja. Die eine. Die immer lacht. Ja, toll. Toll, und wenn ich den Trecker jetzt zurücksetze, dann sitzt er am Hof. Mensch. Kurzer Cut. So, Freunde, zurück. Auf mit der richtigen. Muss ich hier anhängen? Ah ja, okay. Gar nichts gesehen. Da ich nicht weiß, ob wir noch Dünger haben und Saatgut. Oder geht der Dünger rein, ich glaube. Ich glaube schon. In die erste, in die kleine. Es ist der Dünger, oder? Das mit dem. Ah ne, Saatgut ist das. Okay. Kartoffeltechnik. Müsste Saatgut sein. Das ist Saatgut und das ist halt nur für Kartoffeln. Ja, eine Saatgut oder direkt Kartoffeln. Kannst ja auch rein. Ah ja. So, dann nehme ich mal die Kartoffeln auf. Ich hoffe mal, dass 2000 reichen. Ich glaube nicht. Ich bin auch nicht fertig mit Flügen. So groß ist ja dein Feld nicht. Ja, ich muss auch die Baumstümpfe noch entfernen. Ja. Die Axt hier. Stümpfenfräse. Null. So. Der Elefant kommt. Der Elefant? Jo. Das heißt, du bist ein Elefant. Ah ja. Ich habe nicht gesagt, ich erscheine, doch, sondern der Elefant erscheint. Weshalb wirst du gleich sehen. Oder ein Hirschkäfer. Ein Hirschkäfer passt sogar besser. So, ich fahre mal gerade um Charlie sein Feld. Charlie Brown. Mr. Brown. Ah ja. Ich dachte, du hättest hier was gearbeitet. Habe ich noch. Da steht da noch ein Baum oder was? Wir machen einfach eine Feldinsel drauf. Ist eh zu steil dafür. Zu steil. Achso. Ja, müssten wir dann bearbeiten. Ach, da ist auch noch ein Baumstumpf. So, hier können wir dann Kartoffeln anpflanzen. Wahrscheinlich aber erst in der nächsten Folge, oder? Ich guck mal, ob ich die heute noch dran komme. Also was ich auf jeden Fall dann weghaben will, ist da hinten das Gestrüpp. Welches? Diese da hinten, diese Büsche. Die nerven mich ein bisschen. Das sieht man sowieso dann nicht, wo irgendwas steht.
Warum geht das jetzt nicht weg hier? War da unten noch ein Baumstumpf? Nee, gell? Ich glaube nicht. Okay, dann stelle ich die mal auf die Seite. Du kannst ja schon, glaube ich, zwei Vorgewände fahren. Jo. Wobei es eigentlich sinnvoller wäre, wir würden erst düngen, gell? Ja. Dann hole ich kurz den Düngisch. Achso, nee. Ja doch, komm. Ich hol kurz den Düngestreuer. Dann kann ich aber die Stubenfräse schon mitnehmen. Soll ich den Schwadwender auch mitnehmen? Ja, oder? Ja, nimm mal mit. Wenn ich schon unterwegs bin. Mal ein bisschen aufräumen hier. Saustall. Das sieht hier aus wie Sau. Aber wie? Hey. Oh, Mauer. Mauer ist nicht gut. Auf der Mauer sitzt eine kleine Mauer. Ah ja. Achso, nee, das ging ja irgendwie anders, gell? Discord stellt sich irgendwie immer leise. Dann hört man nicht mehr, ob man sich mutet oder nicht. Ja, das ist doof. Dann hast du gerade das Lachen unterdrücken müssen. War zu spät. Nur 400 Dünger hier drin, gell? Keine Ahnung. Das war keine Frage, das war eine Info. Also, wir brauchen auf jeden Fall die Dünger. Was steht hier? Saatgut, da haben wir noch zwei Big Packs am Hof. Wir brauchen auf jeden Fall die Dünger und die Kalkproduktion. Die müssen wir uns so schnell wie möglich organisieren. Ja. Und für euch, wenn es euch jetzt gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Wie immer und bis morgen um 19 Uhr. Oder um 14 Uhr das RP-Projekt. Oder um 16 Uhr Minecraft. So schaut's aus. Macht's gut, haut rein, bis dann. Ciao.